Moin, so Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Auktionsteilnehmer, leider ohne Einladung. Deswegen wollen uns jetzt diese Wachen hier verprügeln. Und da die zu zweit sind, müssen wir uns hier ein bisschen aufs Ausweichen verlegen. Ups. Wenn natürlich immer schön abwechselnd hier zuschlagen wollen. So, wir gucken, ob wir gerade ein bisschen isolieren können. Wir können so halb. Ups. Hat der zweite uns abgefangen. Oh Gott. So. Ich sehe nichts. Wo ist er? Da ist er. Mal sehen, den müssen wir doch jetzt erwischen können. Ja, da weicht er auch ganz gut aus. Leider telegrafiert er seine Schläge immer 3 Wochen im Voraus. So, das hätten wir also geschafft. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast though, so you can sit tight a while. So, unsere Schwerter haben wir wieder. Seems true what they say. Sword or no sword, a Witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Bosodi's house alone. Ich schwöre euch, das ist Gaunter Odim. So, woher weiß er denn, dass ich nach diesem Haus suche? How do you know I was looking for the house? That was the option. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist? Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenfurt. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. We're seeing you. I hope. Der hat auch irgendeine, weiß nicht, eine Tätowierung, eine Bemalung auf der Stirn, ne? Man hat nur so 2 Punkte davon gesehen. Aber ich denke nicht, dass das Leberflecke waren. So, dann schauen wir doch mal. Sesam, öffne dich, aktualisiert. Geht zurück, der ist Kräuterkundelast. Horst Bosodi, gucken wir uns gleich an. Der Fremde, den gucken wir uns auch gleich an. Das ist hundertprozentig Count Odin. Hundertprozentig? Nee, keine Ahnung. Aber ich vermute es ganz stark. So, okay, ja, das ist schön. Ein Sammler aus Leidenschaft. Gucken wir uns auch gleich mal an, was es damit auf sich hat. Sonst noch was? Nein, sonst nichts. Okay, gut. Dann gucken wir mal in die Quests rein gerade. Ein Sammler aus Leidenschaft verkauft das Gemälde von Van Rock an Markus Hodgson, ein Buchhändler aus Novigrad. Klar. Mach mal. Hoffentlich haut es so hin irgendwie. Ich befürchte aber nicht, aber naja, was soll's. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Okay, danke. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Dort ist die Hütte des Kräuterkundlers. Das Anwesen der von Everex ist irgendwo. Hier bei der Drachenmulde ist das, glaube ich, ne? Das gehört, glaube ich, hier von Everex. Da sollen wir uns treffen. Hier hoch müssten wir auch nochmal bei Gelegenheit kommen. Und Novigrad ist irgendwie ganz hier drüben, wo wir das dann verkaufen sollen. Ah, ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge wir das machen. Wir kümmern uns vielleicht erstmal hier um die Hütte des Kräuterkundlers. Das ist schön in der Mitte. So, und dann wollen wir mal schauen. Ja, verstehe. Ja, okay, gut. Was? Ja, wir haben ja neue Bücher. Die haben wir doch alle schon gelesen. Merkwürdig. Charaktere. Der Fremde. Gerards Aufenthalt im Auktionshaus endete mit einer Katastrophe. Naja, er schaffte es nicht, irgendetwas über Maximilians Haus zu erfahren und wurde auch noch unsanft hinausbefördert. Als er sich noch fragte, was als nächstes zu tun sei, sprach ihn ein Unbekannter an.
Er stellte sich nicht vor, sagte nicht, woher er kam, woher er den Hexer kannte oder wie er ihn gefunden hatte. Er enthüllte lediglich, dass er Geralt behilflich sein konnte, in die Schatzkammer des Auktionshauses der Borsodis zu gelangen, ohne Erlaubnis des Eigentümers. Der Fremde schlug ein Treffen an einem ruhigen Ort vor, um seinen Plan ausführlicher darlegen zu können. Okay. Herr Gaunter Udim, was haben wir da? Nachdem Olgierd seine ersten beiden Wünsche bekannt gegeben hatte, erschien der Spiegelmeister wie üblich aus dem Nichts. Er erzählte Geralt, wie man, okay, das kennen wir schon, Horst Borsodi, Besitzer des größten Auktionshauses im ganzen Norden, war ein blasierter Idiot. Er behandelte Geralt schon beim ersten Treffen von oben herab. Als er erfuhr, was den Hexer zu ihm gebracht hatte, ließ er ihn hinauswerfen und verprügeln. Es wäre folglich untertrieben zu sagen, diese Bekanntschaft hätte einen schlechten Start gehabt. Ja, in der Tat, so, und jetzt, so. Wow, das haben die auch neu gemacht. Reflektor, okay, cool. So, und Axi haben wir ausgewählt. Naja, okay, gut. Cool. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Unsinn, offenkundig. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob auf der Karte der Waffenschmied angezeichnet ist, aber der müsste irgendwo hier hinten in der Gegend sein. Hier auf der Ecke, glaube ich. Direkt am Novigrader Tor? Nee, noch eine Ecke weiter. Also hier hinten irgendwo. Hier, ich glaube, das hier ist die Ecke. Da stolzieren wir einfach mal gerade hin. Würde ich sagen, um ein paar Schwerter zu verkaufen. Oh, das stimmt. Moment mal. Ja, genau. Das hier wollte ich doch gerne mal untersuchen. Es ist der Punkt getan, dass die Kanalisation von Ochsenfurt bis auf weiteres geschlossen bleibt. Unterzeichner Oberst Albrecht. Hockenhole. Okay, zweite Infanteriedivision der Redanischen Armee. Interessant. Ein wohlhabender Städter. Hallo. So, zum Rüstungsschmied wollen wir nicht. Wir wollen tatsächlich zum Waffenschmied. So, und der hat seinen Laden hier hinten. Ja, ich glaube noch ein bisschen weiter. Genau, dann hier so links rum. Und dann hier auf der Ecke müsste es direkt sein. Ja, genau. Seht da. Sag ich doch, habe ich gefunden. Richtig. Show me what you got on offer. So, wie viel Kohle hat er denn? 300 nur? Oh Gott, da ist nichts bei ihm los. Ja, 169 hat er noch. Was ist denn hier von am schwersten? 204, auch 204, ne? Ja. Tja, in dem Fall voll. Super, achso, wir können uns ja vielleicht, ein bisschen was reparieren lassen bei ihm. Das kostet ja auch immer ein bisschen, heute gar nicht so viel, ne? Ne, es lohnt sich nicht. Aber wir lassen es trotzdem reparieren. So, okay. Farewell. So, und jetzt flitzen wir mal zum Kräuterkundler rüber. Ich kenne hier eine super Abkürzung. Es ist jetzt nicht wirklich eine Abkürzung, aber hier drüben können wir plötzlich gleich richtig Gas geben, weil wir außerhalb des Stadtgebiets sind und nicht mehr über so eine blöde Brücke rüber müssen. Ach, wir sind noch im Stadtgebiet. Und wir müssen auch noch über die zweite Brücke rüber dann wahrscheinlich, ne? So, machen wir Platz hier. Na gut, da oben auf dem Hügel wohnt er schon, der Kräuterkundler. So allzu weit ist es tatsächlich nicht. Ja, wir reiten einfach querfeld ein, das geht deutlich schneller.
Ach du Schande. Und plötzlich mittendrin. Ja, plötzlich bestörst du ein bisschen. Das merkst du vielleicht. Ach so, hatte ich nicht Art ausgewählt? Ne, ich hatte AC ausgewählt. Ja, komm doch. Ach, Plötze! Verpiss dich! Aua! Nee, sowas macht man doch nicht. Geht er seinen Kameraden auch vielleicht an? Wieso funktioniert denn das so gar nicht? Oh Mann, was ist da los? Ja toll. Und da macht er nichts. Also das Axi ist irgendwie... funktioniert nicht so geil gegen die Jungs hier. Wir versuchen mal ein bisschen Igni. Na, Igni hat auch funktioniert, würde ich sagen. Aua! Gott! Was haut er denn zu? Junge! Der lässt sich von uns so gar nicht beeindrucken, der Typ. Ja, warum das mit dem Axi nicht funktioniert, keine Ahnung. Normalerweise müsste der da auf seine Freunde losgehen. Hm. Tut er in dem Fall jetzt überhaupt nicht, kein bisschen. Ich ein bisschen nervig. Keine Ahnung, was das soll. So, dann reiten wir da halt nochmal hin. Ah, ich dachte, ich hätte kurz davor gespeichert. Habe ich nicht. Sorry dafür. Ja, Raubritter. Keine Ahnung, was die da zu suchen haben. Diese finsteren Gesellen. So, vielleicht bleiben wir einfach auf Plätze sitzen. Dieses Mal. Versuchen mal, ob wir da oben so ein bisschen manövrieren können. Und Plätze, was machst du denn? Einfach hier lang, weißt du, so ein bisschen einfach laufen. Das geht schon, oder? Plötze, ich häng fest, ich kann gerade überhaupt nichts irgendwie. Das war mega uncool. Danke dafür, liebes Spiel, dass du mich da so hast festhängen lassen. So, wir suchen uns mal so eine kleine Freifläche hier irgendwie. Ein bisschen raus aus dem Anwesen. Dann spring mal über die Mauer, Plötze, spring. Auf dumm zu sein und spring. Danke. So, mal sehen, ob die herkommen. Ich hoffe es ja. Nee, tun sie nicht. Ach was, jetzt schon, ja. So, wenigstens haben wir die hier so ein bisschen getrennt. Schon der nächste. Aua! Da waren wir ein bisschen zu langsam. Den wollte ich gar nicht angreifen. Okay, der ist verbrannt. Ich sehe ein Schild, kommen wir nicht mal mit schweren Schlägen durch irgendwie. Schon der nächste. Ah. So, schön einmal in den Arsch geschossen hier. Na toll, und nu? Das reicht auch nur für einen Schlag zu einem Axi. Ach, das ist doch kacke.
Ja, man kommt auch nicht vernünftig hinter die, wenn die zu zweit sind. Okay, der ist an dem Art direkt gestorben. Oh. Okay, und er ist auch verblutet. Vermutlich mal. Ein Gildorfer Schwert. Ja, wir haben ja noch ein paar Schwerter. Wir nehmen es mal trotzdem mit. Der hat eine Flasche. Was sagt der hier drüben? So ein normales Schwert müssen wir auch nicht mitnehmen. So, wir machen noch ein bisschen Dorobst. Ach, da wird gar nicht mehr angezeigt, wie lang das anhält. Okay, auch interessant. So, dann schauen wir mal, was der Herr Halbling hier mit der ganzen Sache zu tun hat. Mit dem Typen in der Neumondrüstung. That was rather efficient. Ich weiß. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. We? Aye, I'll be precise. You know what I mean. Now, are you here to trade or not, Mm-hmm. Klar. Wouldn't happen to have some yarrow extract? I do. In the back. Follow me, please. Hinten, ja, im Keller. Sprich mit dem Fremden. Ah, der hat sich ja so im Keller eingenistet. Okay, gut. Geralt? Was zum... Oh, das war ernsthaft geil gerade. Wie er da gedacht hat, Leiter runter? Nee. Ich häng mich da an die Wand gegenüber. Das macht viel mehr Spaß. Good. Remains to be seen. Vielleicht auch. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Ja, sind doch Leberflecke. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on. Okay, wir fragen ihn erstmal aus. The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What did they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? Der ist ein bisschen verschlossen. Before we go any further, you even know what Max Brasodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist or not? Come on. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break him. Each take what we need, then go our own ways. Try to trick me any way, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Cause I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? Na, was? Ich wollte sagen, natürlich sind wir dabei, aber okay. I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door, windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness.
This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar. Crack open or blow off the vault door, and voila! Na, das klingt ernsthaft furchtbar. Ich meine, das Fenster alleine ist schon 20 Meter weit oben und dann müssen wir uns noch um die Schatzkammertür kümmern, von der offensichtlich keine Ahnung hat, wie sie aussieht. Und, oh damn! Looks bleak to me. Tower walls smooth as glass. Don't know about you, but I can't scale that end. And I've not asked you to. Let me finish. For this to work, we need two more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault. A safecracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we have to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Mm-hmm. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye. Well, that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Okay, ja, ich meine, wir haben ja nicht so wirklich andere, also viel andere Auswahl. Don't really have any other options. So be it, I'm in. But on one condition, no one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard, how about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering around. We could get noticed. Okay, na, schauen wir doch mal. What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spite the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. One in two, let's say. What to raise suspicions? Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favor. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your fists. Na super. Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favorite's Eveline Gallo. A circus artist known better as the Just now performing with her troupe somewhere near Oxenford. Their specialities. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, we've another option in Hugo Hoff, alias Beef Patty. Think he's fit? Pudgy face. Doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cop from the roof of the town all in November. So, yeah. Word has it, he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad Gate. Be careful. Size, but apparently wicked dangerous. Na okay, ich glaube, ich würde lieber die Artistin nehmen. Alright, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Batty, native of Mahakam. A specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Sprengung würde ich nicht so geil finden.
The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Olmus. My plane turns down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angryn, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris. Trick mercenary. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much. Hans or the beast? Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. Okay. All right, I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then, we'll bugger horse up, down, and sideways. All together. Also ganz ehrlich, ich bin dafür, dass wir diesen Einbruch mit größtmöglicher Eleganz ausführen. Und da scheiden der Zwerg und der Halbling, denke ich, aus. Ohne jetzt rassistisch sein zu wollen. Kasimir Bassi. Ja, wir können uns die gleich nochmal angucken. Evelyn Gallo. Quinto. Und Hugo Hoff. Und außerdem der Charaktereintrag des Fremden. Ah, da können wir gleich mal gucken. Es ist am öffentlichen Einbruch und Raub. Oha. Okay. Gut, gut. Ich sehe schon. Eine würzige Hexermischung. Da haben wir ein bisschen was zu tun gleich. Schande. Was gibt's denn hier alles? Lege dein Schwert, Soldat. Ja, guter Hinweis. Also, guck mal. Oh, jemand hat das schon von der Liste gestrichen. Eine Dame, wofür auch immer die nützlich gewesen sein sollte. So, okay, wir haben hier alles geklaut. Ich würde vorschlagen, wir gehen zurück nach oben. Die Leiter hier scheint ein bisschen buggy zu sein. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie wieder raus. Im Moment sieht es nicht danach aus, ehrlich gesagt. Ja, das war ja vorhin schon. Ah, okay, ein bisschen hochspringen und dann. Sehr gut. Die Leiter war ja vorhin schon beim Runterklettern ein bisschen buggy. Nur gut. Na, hier draußen regnet's. Nicht doll, aber hey. So, und dann schauen wir doch direkt mal uns die Quests an. Sesam, öffne dich, ist noch aktiv, okay. Beziehungsweise ist noch da. Eine würzige Hexermischung. Die einzigen Studenten Hochburg Ochsenfurt hat sich durch den Krieg in eine Soldatenstadt verwandelt. Die Krieger waren überall in jedem Geschäft, in jeder Taverne, in jedem Bordell und ganz besonders sichtbar und lästig auf jeder Straße. Geralt musste einen Weg finden, um die Zahl der redanischen Patrouillen zu verringern. Sollte sein Einbruch Erfolg haben, er griff tief in die Hexertrickkiste und fand genau das Richtige, eine alchemistische Mixtur, die in die Ration der Soldaten gemischt schon bald die halbe Ochsenfurter Garnison ins Krankenrevier schicken würde. Gut. Ein Abführmittel, ein Klassiker. Dann gucken wir noch mal. Der Panzerknacker, Kasimir oder Quinto. Ich würde ja lieber Quinto wirklich nehmen. Wir werden beide besuchen, denke ich. In der Regel ist es überaus schwierig, eine Schatzkammer zu betreten. Ihre metallbeschlagenen Türen können entweder von einem erfahrenen Panzerknacker geöffnet werden oder von einem Sprengmeister in 1000 Stücke gesprengt werden. Die erste Methode beherrscht niemand so gut wie Quinto. Der beste Panzerknacker nördlich der Yaruga. Wenn es um Explosionen geht, kommt niemand an Kasimir Basimir heran, einem Zwerg aus Mahakam. Ja, da können wir direkt mal auf die Karte gucken. Das ist also Kasimir, wohnt in Alnas. Und Quinto ist hier direkt nebenan. Okay, gut. Und Sesam, öffne ich Einbruch und Raub. Aha.
Um ein Gebäude auszurauben, muss man zumindest einen Weg hineinfinden. Der mysteriöse Mann, der Geralt zur Teilnahme an dem Einbruch überredet hatte, war der Meinung, der einzige Weg in das schwer bewachte Auktionshaus führte über einen benachbarten Turm. Deshalb musste Geralt jemanden anheuern, der dessen spiegelglatte Außenwand hochklettern und dann von dort ein Seil zu der anderen hinabwerfen konnte. Nur zwei wahre Meister der Diebeskunst waren zu solch einer Leistung imstande. Hugo Hoff, liebevoll auch als Bulette bekannt, und Evelyn Gallo, alias die Hermeline. So, da gucken wir mal auf die Karte. Die scheint dichter beisammen zu sein. Rechts, diese kleine Vorschau, gefällt mir auch total gut, muss ich sagen. Hier befindet sich also Hugo Hoff, genau, und Evelyn ist hier oben. In der Nähe des Anwesens der Wegelbutz mit ihrer Artistentruppe, vermute ich. So, jetzt kommt es hier tatsächlich wieder jedes Mal. Oh, ist das schlecht. Okay. Bücher, ja, die haben wir schon gelesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Charaktere. Schauen wir mal. Kasimir Bassi, im Zuge einer Reihe merkwürdiger Ereignisse fand Geralt sich am Raub im Auktionshaus der Borsodis in Ochsenfurt beteiligt. Wie es dazu kam, ist eine faszinierende Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Konzentrieren wir uns hier auf einige Fakten. Es war die Aufgabe des Hexers, einen Trupp aus professionellen Dieben und Einbruchskünstlern zusammenzustellen. Zu den Kandidaten gehörte auch ein gewisser Kasimir Bassi, ein Sprengstoffexperte, der in den Minen von Malakam reichlich Erfahrung gesammelt hatte. Evelyn Gallo. Um in eine Schatzkammer einzubrechen, müssen armierte Türen aufgebrochen und große Beutemengen fortgeschleppt werden. Vor allem jedoch muss man erst einmal in das Gebäude gelangen. Hierbei konnte Geralt die Hilfe einer gewissen Evelyn Gallo gebrauchen, einer Artistin, die im ganzen Norden berühmt war und ihre erstaunlichen Talente auch zu ungesetzlichen Zwecken benutzte. Der Fremde wieder. Der geheimnisvolle Fremde plante einen Einbruch in das Auktionshaus, um es auszurauben. Das Objekt, das Olgiert haben wollte, Maximilians Haus, war dem Unbekannten zufolge in der Schatzkammer zu finden. Der Hexer beteiligte sich üblicherweise nicht an kriminellen Aktivitäten, doch hier kam er zu dem Schluss, dass ihm keine andere Wahl blieb, als mit dem geheimnisvollen Herrn zu kooperieren. Hugo Hoff. Geralt brauchte jemanden, der die glatte Turmwand des Auktionshauses erklettern konnte. Zu den wenigen, die das vermochten, gehörte Hugo Hoff alias Bulette, ein Halbling, der schon zahllose Einbrüche und Raubzüge auf dem Kerbholz hatte. Geralt sollte in Ochsenfurt nach Bulette suchen, jener von Studenten und Kriminellen bevorzugten Stadt. Ja, machen wir. Und Quinto, Geralt hat schon manche absurde Aufgabe übernommen, die nichts mit dem Töten von Monstern zu tun hatte. Das Rekrutieren des Trupps für den Einbruch in das Auktionshaus der Borsodis war jedoch besonders ungewöhnlich. Zu den zwielichtigen Gestalten, die dem Hexer als geeignet empfohlen worden waren, gehört auch Quinto, der berühmteste Panzerknacker nördlich der Yaruga. Naja, mit einem Bohrer-Bandolier. Gut, ich würde sagen, dann kümmern wir uns zuerst um Bulette. Ja, Einbruch und Raub, da sind wir schon richtig. Und dann suchen wir zuerst Bulette. Machen wir in der nächsten Folge, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.